Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Naja, so im Norden. Was ist im Norden? Wenn ich den Aufzeichnungen der Erbauer Glauben schenken darf, dann wirst du dort ein großes, von hohen Felsen umringtes Tal finden. Okay. Dürre und Wüstensand bestimmen dort die Landschaft. Wo war nochmal der Sumpf? Oh, im Osten, oder? Ja. Wo komme ich hin, wenn ich nach Süden gehe? Das Land im Süden ist sehr zerklüftet. Serpentinenartige Wege, Wasserfälle und in Felsen gehauene Ruinen wirst du dort finden. Da ist es am geilsten, finde ich. Das sieht echt cool aus. Was war nochmal im Osten? Der große Sumpf. Die Gegend ist sehr gefährlich. Im Osten sind die Banditen? Nicht nur die Banditen lauern dort, sondern auch äußerst gefährliche Tiere. Ja. Du solltest vorsichtig sein. Ich habe Sumpferfahrung, nicht nur im Sumpfen, sondern auch, ich war mal im Sumpfen. Warst du schon mal im Westen? Nein, aber irgendwo dort muss die Küste sein. Ich vermute, dass die Piraten dort ihr Lager haben. Na ja, logisch, Piraten fahren zu sehen. Nicht weit von hier, im Osten, haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Oh. Das solltest du dir mal ansehen. Im Osten, Leiche eines Fischers. Oh, scheiße. Gib mir einfach eine Karte. Gibt es eine Karte dieser Gegend? Kronos hat eine angefertigt. Er überlässt sie dir bestimmt. Natürlich. Na gut, welche Quest war das jetzt mit den Tempeln da? Oh, wir sollten ja uns nicht in den Osten wagen, aber ich muss mir diese Leiche anschauen. Das scheint wirklich ganz großes Tennis zu sein, diese Leiche, ne? PayTV hat versucht, hier die Rechte zu bekommen, aber sie bekommt sie nicht. Weil das einfach zu gut ist. Er hat gesagt, das muss ich mir unbedingt ansehen und da schaue ich jetzt mal vorbei. Also einen Haufen Weidenbären gibt's da, ne? Unglaublich, ja, bei uns findest du kaum welche, also in Queens, aber hier wachsen die wie Pilze. Und wo wir schon mal bei Pilzen sind, das sind ja Pilze. Was war das? Ich hab Angst. Scheißendreck. Psch, 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 psch. Seid mal ruhig. Ich höre, glaube ich, einen Varan. Seid mal alle ruhig, ihr Grashüpfer, ich meine euch. Es könnte aber auch ein neues Viech sein, wir haben ja gehört. Hier gibt's haufenweise neue Bieste. Ah, es sind doch Warane, ich bin erleichtert. Na komm. Nein! Nicht so, mein Junge. Aua, du bist auch noch dran. Warane immer pärchenweise anscheinend. Die sind einfach Rudeltiere. Wir können uns hier auch wirklich noch mal weiter dahinter gehen. Hier ist echt alles voll mit Pflanzen und lauter Zeug und so weiter. Oh, ich bin gespannt, mit wie viel Dunkelpilzen und Butlerfleisch wir rauskommen. Wenn wir hier fertig sind, natürlich. Oh, was haben wir da hinten? Ich wollte ja eigentlich in den Osten und die Leiche des Fischers angucken, aber was ist das? Oh, wow, 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 wow! Razor! Ja, scheiße! Die kennen doch noch, die Biester hier. Puh. Und die sind auch nicht ganz ohne, naja. Naja, gut. Etwas stärkerer Snapper, aber... Trotzdem, das hätte jetzt auch schief gehen können, ne? Wenn der Razor zu stark für uns gewesen wäre. Dann wäre es schon ein... Wäre es ein kurzes Abenteuer gewesen, hier in Jakenda und... Oh. Soll ich jetzt noch weiter hintergehen? Hier geht's dann wieder hoch, ja. Coole Sache. Ich wollte mir doch jetzt die Leiche des Fischers angucken. Und nicht hier irgendwie sinnlos rumdatschen. Da geht's wieder hoch, ja. Schauen wir nochmal weiter hinter. Scheint ja so aus, als ob es hier eine Sackgasse wäre. Eieiei, was ist denn das? Mayo! Das ist gleich zu zweit. Eine Fangheuschrecke. Also irgendwas mit Grashüpfer. Ich hab schon gewusst. Ja, what the hell? Das sind ja Notzen. Mann, also Kopf können wir da abnehmen. Ja, für was der wohl gut ist. Sind wir mal gespannt. Oh, Haufen Heilpflanzen da. Haufen Heilpflanzen.
und ein Trank und da ist Blut. Ja, keine gute Voraussetzung, wenn da ein fetter Blutfleck am Boden ist. Dann sollte man eigentlich normaler, also dann sollte man umkehren. Das wäre geschickter. Ah, aber wie kenne ich auch. Ah. So, ach, jetzt sind wir einmal drum rumgelaufen. Ah ja, das ist auch cool. Blauflieder, dann laufen wir immer wieder zurück nach Osten. In den Osten. Weidenbären. Also was, wo will ich denn mit den ganzen Weidenbären hin? Hey, ich bin doch kein Weidenbär-Sammler. Nein, ich bin ein Pathologe, ein Tatortsicherer und ich habe gehört, da hinten ist meine Leiche. So. Haben wir sie jetzt endlich. Oh, hier ist aber auch, finde ich, total cool. Mit dem Sand da und den Steinen und den Tempeln und den Bergen. Das ist richtig, richtig chillig. Das sagt ein Kumpel von mir. Er sagt immer, es ist richtig chillig hier. Ja, ist chillig. Er sagt das immer so beschissen so. Ja, ist chillig. Aber hier ist es aber auch chillig. So, hier irgendwo muss das sein. Boah, jetzt laufen wir wahrscheinlich wieder im Razor den Weg. Wie ich das erste Mal gespielt habe, also nach des Rahmen, habe ich ja gecheatet. Habe ich mich da mal darunter gecheatet, habe ich mir gar nicht die Dialoge angehört, bin einfach darunter und habe dann irgendwie alle Banditen umgehauen und ja, irgendwie war das dann scheiße. Also, niemals cheaten, das. Ah, da ist. Oh! Da ist er, der William. Jawohl. Der William. Genau. Vom Farim. Ja, ja, Farim. Oder Farim? War es der Farim? Der Farim, glaube ich, ja, ja. Der William hat. Der Farim hat gesagt, ja, der William. Der William ist tot, ja. Scheiße. Ich wollte ihm doch. Der Farim, genau, Farim war es, der wo den Verlust beklagt hat. Und was schreibt er? William, wenn der Mond im vollen Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du dem Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Wenn du dort, von dort sollte es dir ein leichtes sein, mit dem Boot zu entkommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Jawohl, ja. Jemand, der es gut mit dir meint. Na, wer das mal ist. Hat leider auch nichts gebracht, ne? Denn William hat's da bräselt. Das ist scheiße, ne? Ist natürlich wieder mal. Das ist überhaupt nicht motivierend, ne? Ich komme da so rein in das neue Land, ne, und hab noch gar nicht viel gesehen, noch keine Erfolge sozusagen feiern können und ja, ja, finden wir schon mal gleich den einen Vermissten, ne? Den wir eigentlich zurückbringen wollten, tot. Das ist echt ätzend. Scheiße, Mann, es geht vollkommen nach hinten los, das Projekt Jahrkinder. Oh, ich bin echt ein, das hat mich jetzt richtig, das deprimiert mich jetzt richtig. Das nimmt mich richtig mit. Ja, ja. Was gibt's hier oben? Oh, jetzt hab ich ja nur Schluck aufbekommen von diesem ganzen Zeugsache. Runen. Ah, alchemitische Zange. Alles liegt da. Cool. An alles wurde gedacht. Naja, immerhin. Ah, da, das habe ich gesucht. Ne, eine Truhe. Spruchrollen und so weiter. Ich stehe mitten im Feuer. Das ist heiß. Naja, machen wir uns erstmal ein bisschen Frühstück. Wie macht der das hier, so ein Feuer mitten auf dem Steinboden? Naja, gut, naja, wenn man Holz da aufschlichtet, geht das schon. Aber der Stein müsste sich doch übel aufheizen. Wirklich, ne? Was ist mal passiert, ne? Wenn sich ein Stein, der Löcher innen drin hat, ne? So Steine, so ganz normale faustgroße Steine, wie man da so ums Lagerfeuer rumtut, na, kennt er ja. Also ich meine, bitte, wer hat noch kein Lagerfeuer geschürt? Ne? Ihr, selbst jeder hat mein Lagerfeuer geschürt, also das müsst ihr kennen. Oder? Nein. Und das, wenn da Löcher drin sind, und ihr legt das ans Lagerfeuer und dieser Stein, der überhitzt sich, dann platzt der wie die Sau. Und fliegt diese kleinen Brocken dann mit über 100 Stundenkilometer dann dir voll in die Fresse und ja. Ist lustig, ja. Also immer aufpassen, welche Steine ihr da nimmt. Also das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich wohne ja auf dem Land, ne? Da macht man ja jeden Tag Lagerfeuer, weil wir keine Heizungen haben und so weiter. Na, kenne ich mich aus mit Lagerfeuer. Naja, viel haben sie nicht dagelassen, diese Ureinwohner.
Schatzsuche, Fehlanzeige bis jetzt. Ey, wir sind ja sozusagen so ein, wir sind ja so eine Art Schatzsuche. Oder eine, der nach Gelegenheit. Lass uns handeln. Ach, ich soll jetzt für die Karte bezahlen oder was? Ja. Okay, dann bezahlt. Mann, das ist aber Wucher 2,5. Für so eine Scheißkarte, ne? Schauen uns das mal an, diese Karte. So sieht das Ganze aus, ne? Ja. Kommen wir später dazu. Gut. Ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen Erfolg haben, ne? Also nach dem Tod von William und wenig Schätze hier. Kommen gleich mal Riesenratten! Das ist echt unglaublich. Sind da auf einmal fette Riesenratten? Also, na. Das Projekt geht voll nach hinten los. Das ist ja echt scheiße. Hier. Trank und eine Heilpflanze. Das bringt mich auch nicht auf gute Stimmung. Bringt mich nicht auf gute Stimmung. Naja, mal gucken. Ob das... Wenigstens das funktioniert mal. Ja, gut, Merdarion. Ich kann deinen Namen übrigens jetzt. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt? Natürlich. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Bup. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Also das sind die drei großen Aufgaben eigentlich. Also ich habe jetzt im Moment bloß zwei bekommen. Bin jetzt gefragt, wann die dritte kommt. Die erste ist, wie gesagt, Raven zu töten. Dann für Sartorius Reliquien zu finden. Drittens, Teleportersteine zu aktivieren. Und viertens, eigentlich noch nach diesen Tempeln zu suchen. Aber die bekommen wir, glaube ich, erst später. Ne? Aber naja, ich werde trotzdem alle Tempel mal angucken. Wäre ja sonst scheiße, ne? Sightseeing ist jetzt zurzeit sehr beliebt. Müssen wir schon machen, ne? Oh,